Es wird im Uhrzeigersinn reihum gespielt, wobei jeder Spieler stets zwei Phasen durchläuft, ehe der nächste Spieler an der Reihe ist. Dies geschieht so lange, bis die Spielendebedingungen erfüllt sind. Diese sind nicht zu verwechseln mit den Siegbedingungen. Sind die Spielendebedingungen eingetreten, so wird diese Runde noch zu Ende gespielt und der aktive Spieler leitet automatisch eine Wahlversteigerung ein, ehe anschließend die Siegpunkte ermittelt werden. Auf die Wahlversteigerung und die Ermittlung der Siegpunkte wird später noch eingegangen. Das Spiel wird beendet, sobald eines der zwei möglichen Fälle zutrifft. Erstens, sobald eine bestimmte Anzahl an Fabriken auf Standorten auf der Sternkarte errichtet wurde. Die Anzahl ist dabei abhängig von der Anzahl der Mitspieler in High Frontier. Bei zwei Spielern endet das Spiel, sobald von einem Spieler vier Fabriken gebaut wurden. Bei drei Spielern, sobald sechs Fabriken gebaut wurden und bei vier oder fünf Spielern, sobald sieben Fabriken gebaut wurden. Zweitens, wenn ein Spieler bereits drei Fabriken gebaut hat oder bereits zwei Würfel auf Weltraumprojekten besitzt, so darf er das Spiel beenden, indem er seinen ganzen Spielzug opfert und darin fünf Wassertanks zahlt.